Danke, Björn. Das Schöne an Björn ist, er macht einem immer eine Hoffnung. Das ist wundervoll. Also wir machen hier einen Kampf für die Kernkraftwerke, der vielleicht noch zu gewinnen ist. Also dass wir tatsächlich diese letzten 6 deutschen Kernkraftwerke erhalten. Und dafür stehen wir heute wieder hier und wir werden bis zuletzt dafür kämpfen. Und es ist schön, wenn wir in diesem Kampf immer einen Funken Hoffnung von der Politik bekommen. Ja, es ist ja auch in den Tagesmedien immer mehr jetzt, dass Artikel zu Kernenergie auftauchen in den Zeitungen, in linken wie in rechten, wie in liberalen Zeitungen, überall wird das Thema tatsächlich auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich kann auch schon mal eine kleine Geheiminformation preisgeben. Auch die ARD wird das Thema in ihre nächste Diskussionsrunde aufnehmen. Kernkraft als Option gegen den Klimawandel. Und als Mothers for Nuclear sind wir natürlich besonders stolz, dass sich die ARD an uns, Mothers for Nuclear, gewandt hat und dass wir die Gelegenheit hatten, unsere absolut beste Expertin ins Fernsehen zu senden, die wir auch nur irgendwie aufbringen können. Natürlich die Anna-Veronika Wendland, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema auseinandersetzt. Donnerstag im TV. Ich weiß nicht, ob das gedreht wird oder ob das schon kommt, aber ihr werdet das mitbekommen. Ihr folgt ja uns auf den sozialen Medien und dann seht ihr das dann auch. Also, wir wollen jetzt noch weitere Redner hören. Wer hat denn Lust? Markus Fester, möchtest du reden?